Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai-Dokai und in diesem Video erkläre ich alles rund um die M6, die Multistage Envelope Generators. Es wäre klasse, wenn du mir ein Like und Abo dalassen würdest. Dann legen wir mal los. Diese Folge ist eine Fortsetzung der Serie Hüllkurven mit dem Schwerpunkt MSEC. Falls du die drei Videos Envelopes, ADSR und LFO noch nicht kennst, solltest du dir diese unbedingt anschauen. Der MSEC, der Multistage Envelope Generator oder auf Deutsch die mehrstufige Hüllkurvenmaschine, vereint zum einen die klassischen Hüllkurven wie ADSR und all seine Varianten, die sich wiederholenden LFOs, also Loops, und geht noch weit darüber hinaus, indem die klassischen ADSR-Parameterverläufe frei eingezeichnet oder gesetzt werden können. Und dazu noch in beliebiger Anzahl und Länge bzw. Zeitdauer. Also ein MSEC ist wohl aktuell die flexibelste und gleichzeitig die einfachste Art und Weise, den Sound zu modellieren oder modulieren. Wie schon im ersten Video Envelope Generators erklärt, gibt es diesen fundamentalen Unterschied zwischen Modellieren, also ein Parameter mit einer Hülle bzw. einer Hüllkurve in seinen Maximalgrenzen einzuengen, oder mit einer Modulationskurve den Sound zu erweitern. Eventuell sollte grundsätzlich darüber nachgedacht werden, gerade im Zusammenhang mit M6 die Begrifflichkeiten der Genauigkeit ihres Einsatzes wegen zwischen EG, also Envelope Generator bzw. Hüllkurve, und MG, Modulation Generator bzw. Modulationskurve zu unterscheiden. Zur Größe der Grid-Rasterung der MSEC-Editoren. Die Einheiten bzw. die Nummerierung der vertikalen Linien in MSEC-Editoren entspricht bei so ziemlich allen der eingestellten Noten bzw. Geschwindigkeitsgröße. Ist zum Beispiel als Einheit eine Viertelnote angegeben, so entspricht das dem Wertebereich 0 bis 1 und alles, was darüber hinausgeht, dann natürlich einem Vielfachen davon. Wird als Wertegröße zum Beispiel ein ganzer Takt bzw. eine ganze Note angegeben, so spiegelt der Bereich 0 bis 1 genau auch das wider. Das ist zum Beispiel dann auch ein Hebel, um so einen MSEC schneller oder langsamer abzuspielen, indem diese Größenangabe bzw. Note verändert wird, ohne dass auf eventuell verfügbare Funktionen innerhalb des MSEC-Editors sowie Verdoppeln oder Halbieren zurückgegriffen werden muss. Vor allem wäre das ansonsten recht schwierig, wenn diese Funktionen gar nicht zur Verfügung stehen. Ein guter MSEC-Editor hat verschiedene Hilfsmittel und Modi, um das Erstellen einer Hüllkurve oder Modulation zu vereinfachen. Das wird insofern wichtig, als MSECs unter Umständen recht komplex oder lang oder auch beides werden können. Dann werden Hilfen wie Einzeichnen von Basiswellenformen wie Sinus, Dreieck, Rechteck, Sägezahn, das Definieren von linearen und logarithmischen Kurvenverläufen bzw. konkaven und konvexen Kurven, der Einsatz von Bezierkurven, manchmal auch S-Kurven genannt, Einfügen und alles Nachfolgende rechts gleichmäßig verschieben, Stretching, wie schon bei Audio bekannt, wie zum Beispiel verkürzen, also doppelt so schnell machen, oder verlängern, also halb so schnell machen. Verformen wie Stauchen und Ziehen wie bei einem Gummiband in horizontaler wie vertikaler Richtung. Also die gesamte Länge bleibt erhalten, nur der Inhalt wird einerseits durch Ziehen verlängert, dafür an anderer Stelle zusammengestaucht bzw. gequetscht oder eben das Ganze auch nochmal vertikal. Horizontales und vertikales Einrasten bzw. Snap auf Hilfslinien bzw. an einem Gitter oder einem Grid, um mit dem Projekttempo synchronisiert zu bleiben. Dadurch, dass freie Definieren der Kurven sehr viel mehr Möglichkeiten entstehen, erweitert sich auch die Einsatzmöglichkeit nicht nur auf Hüllkurven und Modulationskurven, sondern auch auf Oszillatoren. Wie eine sehr beeindruckende Demonstration einer Alpha-Version von Zebralette 3 von Urs Heckmann von Yuhi auf der Superbooth 2023 zeigt, entwickeln sich die MSEC-Editoren zu Grafikeditoren, wie sie bei professionellen Grafikprogrammen zu finden sind. Die Links zu den Videos sind in der Videobeschreibung.
zum Thema Wavetable. Das beschränkt sich dann aber nicht nur mehr auf das Einzeichnen eines Oszillators, sondern die komfortable Erstellung von ganzen Wavetables. Also eine Zusammenstellung bzw. ein Set von Oszillatoren bzw. Wellenformen, wie zum Beispiel Sinus, Sägezahn, Dreieck oder wesentlich komplexere Formen, die als Grundlage zur Sounderzeugung ausgewählt, mit oder ohne Übergänge verschiedenster Art vorwärts wie rückwärts durchfahren werden können. Es gibt noch sehr interessante, ich nenne sie mal Varianten, wie den Shape Sequencer bei dem Synthesizer Hive von Yuhi, bei dem einfache Wellenformen und Sequencer miteinander verwoben und in unterschiedlichen Ebenen miteinander verknüpft werden können. Wer sich dafür interessiert, kann sich aus meinem Workshop-Serie Hive 2.1 die entsprechenden Videos anschauen. Wie ein MSEC getriggert, also gestartet wird, unterscheidet sich von den anderen Kurven nicht. Im Überblicksvideo Envelope Generators gibt es dazu ausführliche Erklärungen, wie, wann soll zum Beispiel ein MSEC gestartet oder neu gestartet werden. Wird der MSEC polyphon ausgeführt, also bekommt jede Note einen eigenen MSEC, oder bekommen alle Noten, die zusammenklingen, einen gemeinsamen paraphonen MSEC, oder werden die Parameter wie zum Beispiel Filter und Lautstärke mit Polyphon und Paraphon aufgeteilt? Und ich vermute, das ist erst der Anfang von weiteren Modulationsmöglichkeiten bzw. Modulationsevents, die es meines Wissens noch nicht gibt, aber von denen ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass sie kommen. Also sowas wie, wenn die Modulation zum Zeitpunkt X höher als oder niedriger als Y ist, dann löse eine weitere Modulation aus. Im Zusammenhang mit MPE öffnet das sicherlich weitere Welten. Als einer der ersten DAWs hat Bitwig diverse eigene MSEC-Modulatoren eingeführt und auch für deren Grid. Ansonsten gibt es auch Plugins wie von Cablegeist das Timeshaper-Plugin oder das schon etwas ältere LFO-Tool von Xfair oder Transfair. Jetzt die große Frage, wird der MSEC oder das MSEC, der MSEC den ADSR ersetzen? Vorerst sicherlich nicht. Die ADSR-Hüllkurven bestechen gerade mit ihrer Einfachheit, Bedienbarkeit und großem Einsatzgebiet. Es wäre aber denkbar, dass in Zukunft selbst auf Hardware-Synthesizern immer noch die Drehregler für ADSR existieren, diese aber im Prinzip nur die ersten vier oder eventuell bei einem DA-HDSR die ersten sechs Verläufe bzw. Kurven eines MSECs direkt zugreifbar machen. Und dann natürlich auch die theoretisch unendlich vielen Verläufe danach mit einem verschiebbaren Eingabekursor bzw. Touchscreen, zusätzlicher Software oder anderen Bearbeitungsfunktionen zugreifbar gemacht werden können. Das Sustain-Level des ADSRs wird bei einem MSEC übrigens mit einem Bereich, der geloopt wird, simuliert. Wird der LFO überleben? Hier könnte ich mir schon eher vorstellen, dass diese recht schnell komplett von MSECs und ein paar Presets ersetzt werden. Aber vielleicht bleiben die einfach noch eine Weile in Gestalt eines LFOs erhalten, weil oft die Akzeptanz einer Veränderung bei Menschen sehr lange dauert, sich dann aber dahinter doch wieder nur ein kleiner MSEC verbirgt. Das Fazit. Zusammengefasst können wir sagen, dass MSECs historisch gewachsene Hüll- und Modulationskurven wie ADSRs und LFOs vereinen und um weitere Möglichkeiten wie Oszillatoren, Wavetable erweitern. Es könnte sein, dass in Zukunft alles nur noch MSEC ist, auch wenn es nach ADSR, LFO, Oszillator oder Wavetable aussieht. Technisch wäre es vermutlich sogar eine Erleichterung, nur noch ein Modul zu implementieren, statt viele verschiedene. Auch bei Hardware könnte das natürlich zu einer erheblich kostengünstigeren Produktion trotz der komplexeren Schaltung wegen des Gesetzes der Massenproduktion beitragen. Aber egal wie super einfach und schnell komplexe Hüll-, Modulations-, Oszillationskurven und Wavetables eingezeichnet werden können, sollte nie unterschätzt werden, welche Komplexität mit einer Kombination bzw. Modulation einfacher Kurven erzielt werden kann. Da hilft es viel, ein solides Wissen und Erfahrung über die Grundformen zu haben, um sie dann auch in den komplexeren Kurven einsetzen zu können. Wenn du gerne diese Videos schaust, dann gib mir doch bitte einen Like und abonniere den Kanal. Mein Name ist Odo Sendai-Dokai, danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit. Wenn du noch weitere Fragen oder Feedback hast oder dir ist irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen, lass es mich in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.